Nach Jahren angespannter Beziehungen nach dem Brexit haben die Staats- und Regierungschefs Deutschlands und Großbritanniens Pläne zur Wiederherstellung der Beziehungen angekündigt. Bundeskanzler Olaf Scholz und der britische Premierminister Sir Keir Starmer kündigten am Mittwoch in Berlin ein neues Abkommen an, das Wissenschaft, Technologie, Handel und Sicherheit stärken soll. Wir wollen es dabei nicht bei Bekenntnissen belassen, sondern unsere Beziehung auf eine ganz neue Grundlage stellen. In den kommenden Monaten werden wir gemeinsam auf einen Vertrag hinarbeiten, der die ganze Bandbreite unserer Beziehung reflektiert. Scholz sagte, dies sei eine Vereinbarung zwischen engen Partnern. Starmer bezeichnete den Plan als ehrgeizig. And that is what we are doing today. A new UK-Germany treaty. A once-in-a-generation chance to deliver for working people in Britain and in Germany. Die beiden sprachen auch über die Erstellung eines gemeinsamen Aktionsplans zur Bekämpfung illegaler Migration. Sicherheit hat höchste Priorität für Scholz. Nach dem mutmaßlich terroristischen Messeranschlag in Solingen, bei dem 3 Menschen getötet wurden, Starmer hat seit seinem Wahlsieg im Juli seine Absicht deutlich gemacht, die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU zu verbessern.